Schauen wir wieder in Rhino. Wir hatten noch ein Programm, und zwar das Programm MatCam. Das Programm MatCam ist also für uns jetzt auch eine 3D-Fräslösung und die arbeitet in Rhino. Das heißt, wir brauchen genau das Modell hier in Rhino. Ich möchte jetzt nicht unbedingt diese Linien hier haben, die lösche ich mal raus. Die haben wir uns eben für Filou erstellt und die Bemaßung brauche ich auch nicht. Dann brauchen wir die Toolbar von MatCam. Die fehlt bei mir gerade, die habe ich wohl weggeklickt. Ich rufe die mal auf unter Werkzeuge, Werkzeugleisten, Konfiguration und da sollte sie auch schon zur Auswahl stehen. Da gibt es jede Menge Toolbars. Ich nehme die Toolbar für das Dreiecksfräsen. Sage OK. Ja, beim ersten Starten von MatCam muss man ein Werkstück wählen. Das soll es sein. Und in dem Moment weiß MatCam, ich werde gebraucht und startet. Und es dauert einen kleinen Moment des Ladens. Jetzt ist es da. Ich kann das daran erkennen, dass es hier oben das Rohmaterial angezeigt wird. Das wäre also der Block, den MatCam mindestens braucht. Wir erinnern uns, wir wollten 3 mm dazugeben. Und das geht in MatCam sehr komfortabel hier über das Rohteil. Da können wir einfach sagen, ich möchte gern 3 mm mehr haben. Auf X- und Y-Seite. Dann sehen wir auch, das Rohteil ist größer geworden. Und wo ist nun in MatCam der Nullpunkt? Der Nullpunkt in MatCam ist der Nullpunkt in Rhino. Der ist hier an der Ecke. Es wäre günstig, wenn wir den Nullpunkt auch auf dieser Ecke liegen haben, nämlich bei dem Materialblock. Also nehme ich das ganze Teil und verschiebe es von dem Nullpunkt des Materials auf 0, und zwar auf Welt 0, W 0. Das ist das 0 des Weltkoordinatensystems und nicht nur der Konstruktionsebene. Dann sind wir hundertprozentig auf der sicheren Seite. Also Nullpunkt klar definiert, dann können wir uns den restlichen Schritten in MatCam widmen. Es geht auch hier von links nach rechts im Menü. Wir brauchen ein Werkzeug. Das Werkzeug ist der flache Fräser. 8500 Vorschub in Z-Richtung ist etwas zu flott. XY 1500, Z500 und Spindel 1200. Da klicke ich auf OK. Das Werkzeug ist geladen und wir sehen auch, hier geht schon los bei den Ebenen. Da steht MatCam und wir haben ein Rohteil definiert. Da ist nun auch der Fräser drin. Und der erste Schritt, den ich machen möchte, ist Schrubben. Hier unter den 3D-Befehlen finden wir das Schrubben. Und in dem Menü können wir definieren, wie sollen die Zustellungen nach unten sein. Wir hatten bisher 2,5 mm genommen. Den Bahnabstand von 4, das Proto hatte sich selbst 2,6 oder sowas genommen. Wir haben hier den Vorteil, wir können den Bahnabstand frei eingeben, wie das auch in Filou war. In Filou war es in Prozent, hier sind es Millimeter. Und ein Aufmaß hatten wir bisher immer genommen, das machen wir auch hier. 0,5 mm vom Teil entfernt. Im letzten Schritt wollen wir dann die 0,5 wegnehmen. Also Aufmaß 0,5 und ich klicke auf OK. Und MatCam rechnet dann die Werkzeugwege. Es dauert hier einen kleinen Moment. Es hat mit der Güte des Polygonnetzes zu tun. Und wenn Sie unglücklich sind mit der Qualität von Ihrem Fräsergebnis, dann sollten Sie mal nach einem Webinar der Firma Filou suchen. Da zeigt Charles Panke ziemlich genau, in welchen Einstellungen man das Polygonnetz haben sollte, damit man ein gutes Ergebnis bekommt. Ich glaube, stimmt nicht ganz, es ist ein PDF. Auf jeden Fall gibt es da eine Dokumentation zu, wie das Polygonnetz aussehen sollte. Bei MatCam, oh, jetzt habe ich mein Modell verrückt, das muss ich rückgängig machen. Bei MatCam ist es ja so, dass das Modell in Rhino liegt, die Werkzeugwege in Rhino und diese Werkzeugwege dürfen natürlich nicht verrutschen, denn wenn ich die exportiere mit dem Postprozessor, dann werden die wirklich so genommen in der Lage, in der sie sich befinden. Wenn ich die verschiebe, ist das also verheerend. Ja, MatCam hat hier vorne die Ecke weggearbeitet und hier oben den Bereich. Das ist gut, aber ich brauche ja noch die gesamte Außenkontur. Und hier innen hatte ich ja auch durch das... Ach, es ist immer noch verrückt. Ich muss nämlich noch eine Sache machen. Ich zeige mal gerade, was hier war. Wir hatten vorhin den Block verschoben in diese Richtung und dann die Werkzeugwege berechnet. Und die liegen hier schief drin.
Bin eigentlich ganz froh, dass mir der Fehler unterlaufen ist, denn das ist ein totaler Standard. Wenn wir ein Objekt verschieben, das gefräst werden soll, dann müssen wir es neu laden in Matcam. Ich klicke mal da drauf. Das Objekt soll neu geladen werden, und zwar diese Oberfläche. Und dann verschiebt sich auch der Materialblock. Das letzte Schrubben möchte ich also nicht mehr haben. Ich gehe zu den Ebenen und schmeiße diese Ebene raus. Ja, es darf alles gelöscht werden. Wenn das Objekt neu geladen ist, dann muss ich den Nullpunkt für meine 3 mm Materialzugabe nicht mehr verändern, denn der Nullpunkt ist ja in Rhino auf 0. Es ist also alles beim Alten geblieben. Nur das Material liegt jetzt an der korrekten Stelle und ich führe die Schrubberechnung noch einmal aus, 2,5, 4, 0,5 und starte das Ganze. Ist jetzt doppelt gemoppelt, aber eine sehr schöne Veranschaulichung von einem absoluten Standardproblem. Wir warten kurz gemeinsam. Und das sind die Werkzeugwege. Jetzt möchte ich noch ganz gern in Z-Richtung abarbeiten. Und zwar brauchen wir hier die Außenkontur gefräst. Ich blende mal das Schrubbfräsen aus. Das können wir hier auch in dem Ebenenmanager sehr gut machen. Und die 2,5D-Befehle, die sind hier. Konturfräsen zum Beispiel. Ich klicke mal darauf und ich soll die Kurven auswählen. Das ist diese Flächenkante hier. Das hätte ich auch vorbereiten können und eine schöne Kurve hinlegen. Jetzt muss es halt einzeln anklicken. Das soll bearbeitet werden. Das wird bestätigt und ich kann mich entscheiden auf der Innenseite oder auf der Außenseite. Außenseite soll es sein. Es geht erstmal mit einem Aufmaß, und zwar von 0,5. So hatten wir das vorhin auch gemacht, denn da wurde noch nicht geschrubbt. Material oben 0, Material unten minus 35. Zustellung in 2,5er Schritten. Und der letzte Schritt ist hier unwichtig. Dann haben wir hier die Werkzeugwege, das sieht gut aus. Und genau dasselbe möchte ich ganz gerne noch einmal machen für die Innenkurve. Fräser innen oder außen, hier auch innen. Selben Einstellung, 0,5, Material oben 0, minus 35 und los geht's. Auch das hat funktioniert. Das war jetzt das Schrubben dieser Konturen. Und wir müssen jetzt noch einmal bei der Kontur 0,5 mm heranfahren. Also mache ich das beides noch einmal. Die Kontur wird nun gefräst. Muss sie wieder auswählen. Hätte ich mir wirklich vorher die Arbeit machen können. Aber so ist das immer. Das merkt man zu spät. Enter auf der Außenseite und diesmal ohne Aufmaß. Das ist der einzige Unterschied. Der Rest wird übernommen. Da haben wir das. Und ich wiederhole das für diese Innenkurve. Kein Aufmaß. Und okay. Alle Schritte, die ich gemacht habe, blende ich wieder ein und ich sehe auch hier ganz gut, hier sind jetzt zwei Schritte, einmal außen und danach wird das Aufmaß noch weggefräst. Wunderbar. Damit sind wir auch mit Matcam durch. Hier wird der NC-Code gespeichert, indem wir auf Postprozessor klicken. Kann verschiedene Postprozessor eingeladen werden. Ich habe mir den ISO-G-Code ausgewählt und klicke dann auf Postprozess und ich muss dem Ganzen einen Namen geben, Matcam. Ich speichere das auf dem Desktop und bekomme jetzt eine Rückmeldung. Die Fräszeit ist 27 Minuten und 31 Sekunden. Das ist also auch relativ flott, muss man sagen. Wir können uns jetzt nochmal anschauen, ob es auch im Matcam eine Simulation gibt. Die gibt es, und zwar hier ist diese Simulation. Ich klicke mal darauf. Und es geht ein neues Fenster auf, wo wir sowohl den Materialblock sehen, als auch, wenn wir auf Play drücken, den Fräser. Und das Modell wird Stück für Stück abgearbeitet. Wir können das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Und ich schaue mir das jetzt nicht bis zum Ende an. Auch hier die Simulation ist immer etwas hakig. Das ist so, da wäre sonst viel zu viel Rechenzeit beansprucht. Da also nicht so genau sein. Das ist
Hier nicht Ihr Endmodell, sondern nur eine Simulation. Ich breche das an der Stelle ab. Und jetzt schauen wir nochmal gerade die Datensätze an, die wir erstellt haben. Wir haben aus jedem Programm einen NC-Code erstellt, aus Filou und Desproto. Hier ist der Filou-Datensatz. Wir sehen 32 Kilobyte. Der Desproto-Datensatz ist 98 Kilobyte. Und wo ist das Matcam-File? Hier ist er. Der Matcam-Datensatz ist 613 KB. Das ist natürlich so, weil wir hier in Filou in 2,5D gearbeitet haben mit DXF und in diesem G-Code stehen Kreise und Bögen drin, also Mittelpunkte, um die wird dann drum gefräst und so eine Bogenbahn, die wird in Desproto und in Matcam aufgelöst in Polygone. Da sind also viele Punkte gespeichert und diese G-Codes sind dann viel, viel länger. Für ältere Maschinen ist das wichtig, denn die können teilweise nicht so viel mit so viel Speicher umgehen oder haben nicht so viel Speicher. Die Maschine bekommt dann Probleme und auch die Länge des G-Codes ist natürlich ausschlaggebend für die Geschwindigkeit des Fräsvorgangs. Also hat hier Filou mit dem 2,5D eindeutig die Nase vorne, auch mit dem Abfahren der Bögen. Aber in Desproto hat natürlich jeder Hobbyist, der nicht so viel Zeit in das Programmieren stecken möchte, eine einfache Möglichkeit, ein G-Code zu erstellen. Und mit Matcam kann jeder, der in Rhino fit ist, eigentlich jede beliebige Fräsfunktion ausführen an fast jedem beliebigen Teil. So viel erstmal zu der Übersicht der Programme. Wir sind damit eigentlich durch. Ich möchte noch kurz im Internet etwas zeigen, und zwar haben wir eine neue Website eingerichtet, die heißt cnc-toolbox.de. Und auf dieser Website sind Fragen behandelt von Filou NC und Desproto. Das heißt, alle Standardfragen werden hier nach und nach eingefüllt. Noch ist die Seite im Aufbau, aber es sind wirklich schon viele FAQs behandelt. Ich würde Sie bitten, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Es sind schöne Dokumentationen von Standardproblemen hier vorhanden. Damit sind wir durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden uns wiedersehen beim nächsten Webinar. Bis dahin also, tschüss!